Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Burg soll es sein. Welcome to Nova. Fürst des Todes und Sakura Blume. Mega fett. Mega fett. Wir haben leichte Verteidigung, wir haben Arkanverteidigung, wir haben natürliche Verteidigung. Auch wenn ich gern die Elementare mitnehmen würde, passt es mir so ganz gut. Klassischer Start, ready. Na gut. Ich hätte erst upgraden oder schicken sollen und dann. Double Crawl, das könnte ein Double Eiersack werden. Holy shit. Das könnte ein Double Eiersack werden. Schwierig. Das ist nicht schlecht, da können wir noch Mythium sammeln. Falls wir auf Welle 3 Robos reinschicken müssen. Ganz ungutes Gefühl. Deswegen werde ich jetzt mal nichts schicken. Und wir gucken uns das an. Ich stecke es jetzt mal raus, aber das ist kein Problem. Eiersack, Eiersack. Doppelter Eiersack. Ich habe es geahnt. Scheiße. Also ich kann auch ein Robo schicken, eher nicht. Können wir hoffen, dass er eine Schnecke genug macht. Ich habe es geahnt. Seraphim. Oh, ein Healer. Das muss nichts überleben, aber der muss down gehen. Er geht nicht down. Scheiße. Beide nicht down gegangen. Das sieht gar nicht gut aus. Also klar ist jetzt noch nichts verloren, aber es bringt uns nichts, jetzt auf den Waves irgendwas zu schicken. Wenn die Hydra einmal steht, dann steht sie. Ja, man hat auch einen starken Start. Müssen jetzt einfach die Quirker pushen, damit wir die fertig machen und outscalen können. Acht Quirker sind schon mal am Start, ist nicht schlecht. Die werden nicht viele Worker haben, weil sie eben auf den Eiersack gegangen sind. Da kann man dann auch ein bisschen was rausholen. Indem man hier einfach sehr offensiv spielt.
Zweifacher Walk. Müssen King Upgrades weitermachen. Autosend Worker aufbauen. Das ist extrem wichtig. Ja, sieht nicht ganz so gut aus. Könnte es noch halten. Ja. Können auch ruhig hier drüben eine hinstellen. Fürs Erste. War es schon maximal. Sehr gut. Mana Ross und Harpier. Sturmjäger. Und drüben ist ein Void Manta. Schade. Ja, ich baue hier viele Worker auf, damit ich den wegpushen kann. Wahrscheinlich den 14, 15 so. Aber dafür müssen wir wirklich viele Worker jetzt bauen. Also mit 11 Stück bin ich schon sehr gut dabei. Sie weiter pushen. Ah, das ist nicht so schlimm. Ja, die wollte man das dann einfach zu stark, weil die haben ja einen festen Wert, den die reduzieren. Am Anfang machen die halt nicht so viel Schaden. Ist aber nicht schlecht. Probieren wir mit dem Hermit was zu reißen. Auf jeden Fall Nimbus. Auch 4 Worker gehen. Die gehen auch nicht davon aus, die haben auch Autosend an und die gehen nicht davon aus, dass wir jetzt irgendwie groß angreifen. Ja. Ja. Gucken wir mal. Auf jeden Fall nicht so schlecht aus, auch wenn die Harpien schon volles Mana haben. Sie regenerieren auch noch. Weil es ein Metzger hingestellt hat. Oh. Das ist so eine Scheiße.
Das sendet mittlerweile auch 120 pro Runde. Das ist nicht so toll. Ja, Borgo bringt uns auch nichts. Höchstens, wenn wir für 14 sammeln wollen würden. Riesenschnecken weiß ich auch nicht. Not enough material. Okay, die sammeln jetzt. Wir könnten nächste Runde auf Riesenschnecken gehen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt den Fürsten. Der ist wichtig. Embargo. Noch ein Borg. Na, vielleicht hier drüben. Wir haben jetzt auf jeden Fall, liegen ein bisschen zurück. Die haben so Fat Robber gepusht. Das ist abnormal. Aber klar, durch ein Autosend kommt natürlich auch einiges zusammen. Die liegen auch ein bisschen zurück. Frontline ist schon weg. Drache! Oh nein! Nicht geschafft! Wir müssen pushen und dann auf 14 gehen. Oder 15, irgendwie sowas. Ja, machen wir so. Ich probiere das immer einfach aus. Können auch mal rollen. Okay, Metzger wäre nicht schlecht. Das nehmen wir mit. Von den Wurzelquallen noch den Schleim. 140. Alles Riesenschnecken. Wir haben schon ordentlich gesammelt, die wollen uns jetzt tot pushen. Wenn wir es bis zu 14 schaffen, können wir vielleicht noch was rausholen, aber es sieht schlecht aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber das wäre ein guter Send geworden. Wir mussten es einfach riskieren. War einfach zu fett mit dem Double Hydra Start. Das war eine weitere Legion. Schaut euch gerne bei Ahnung, wie es vorbei. Lasst ein Like, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.